29. Juni, ein dramatischer Tag in Griechenland, passiert vieles, wir wissen nicht genau was, aber wir haben darüber gesprochen und warten ab, was da weiterhin passiert. Bei mir zu Gast ist Martin Burkhardt, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag und deswegen auch beschäftigt mit dem BER-Flughafen, nämlich weil der Bund Anteilseigner ist. Wie ist denn der Stand der Dinge? Das letzte Mal, als Sie da waren, haben Sie exakt beschrieben, wie der Ablauf ist. Genauso ist es ja gekommen. Damals waren die Bauarbeiten ausgeschrieben, die Ausschreibung war zu Ende, die Aufträge waren vergeben, die Arbeiter fingen an und haben Sie gesagt, das dauert jetzt 1,5 Jahre. Genauso ist es dennoch alles gekommen. Also Sie sind der Prophet, bei dem sich die Prophezeiungen erfüllen. Und vielleicht haben Sie jetzt eine gute Prophezeiung. Wie ist der Stand der Dinge? Ja, wir haben immer wieder Sondersitzungen zum BER. Im Verkehrsausschuss, wir hatten jetzt den Herrn Mühlenfeld das erste Mal bei uns. Und der neue Chef, den für die, Chef, die es noch nicht wissen. Einen Sachstand geben lassen und es ist in der Tat so, dass man festhält am Eröffnungstermin in der zweiten Jahreshälfte 2017. Ich hatte ja zur Bundestagswahl. Zur Bundestagswahl, vielleicht danach, wird man sehen. Na genau an dem Tag. Ich habe ja mal 2018 prognostiziert, ja. Aber ich hoffe, dass es gelingt. Ich habe mir ja, in unserer Sendung waren Sie bei 2017, da waren Sie genau an dem genau Punkt. Genau richtig gelegen. Ich glaube, es wird eher sein wie das Berliner Schloss, das ja Gott sei Dank im Bauplan ist mit 2019. Von daher, wir hoffen alle, dass wir jetzt einen Termin bekommen, dann 2017, der auch hält. Die Probleme sind nach wie vor da. Es sind aber alle Aufgaben jetzt auch vergeben an Firmen. Die Entrauchungsanlage, die muss Anfang 2017 stehen, weil sie 9 Monate dann in den Probebetrieb geht. Das ist ein ganz entscheidendes Datum, ob das gelingt. Das merken wir uns mal. Wenn die Entrauchungsanlage fertig ist, dann braucht es noch 9 Monate Erprobung. So ist Daran es. Ist nicht zu rütteln. Das wird das entscheidende Datum sein. Ja, das ist es. Und darüber hinaus gibt es noch den Kabelwirrwarr und es gibt noch bei der Landebahn was zu tun. Der Schallschutz, da wurden ja auch nochmal die Gelder erhöht. Also von daher, ich will auch immer sagen, wir geben jetzt am BER auch Bundesgelder. Es wird so viel für Schallschutz ausgegeben wie an allen anderen Flughäfen in Deutschland. Man kommt den Bürgerinnen und Bürgern da entgegen und trotzdem ist natürlich die Frage des Fluglärms eine ganz entscheidende. Und ich hoffe, dass wirklich Ruhe einkehrt und zwar für die Bevölkerung, die darunter leiden, aber auch insgesamt, dass der BER nicht mehr in die Schlagzeilen kommt. Darf ich mal eine ganz ketzerische Frage stellen? Die Firmen, die das Desaster verursacht hatten, die haben auch eifrig gewerkelt und gebaut. Jetzt sind da Firmen, die arbeiten auch eifrig und werkeln eifrig. Haben Sie denn eine Garantie, dass es diesmal sachgemäß gemacht wird? Ja, Garantien gibt es nie. Es hat keinen Generalunternehmer gegeben. Das ist, heute wird das als falsch betrachtet. Es gibt Firmen, die Fragen haben wir gestellt dem Herrn Mühlenfeld, die auch in der Korruption beteiligt waren, auch mit Schlechtarbeit beteiligt waren. Dort ist auch viel ausgewechselt worden und den fachlichen Firmen vertraut man. Es ist auch schwierig, neue Firmen zu finden. Mhm. Weil der BER halt nicht von Ruhm begleitet wird, sondern eher von Spott und Hohn, leider, und zwar in der ganzen Welt. Die Regierungschefs aus dem Verkehrsbereich und Parlamentarier, mit denen ich zusammenkomme, die sagen schon sehr schmunzelnd, ob das noch was wird mit unserem Hauptstadtflughafen. Ja, und dann, was antworten Sie? Dann hat Berlin jedenfalls Museumsflughafen. Ja, ich sag. Bevor eröffnet wurde. Nein, in der Tat, wir haben uns auch da Spaß beiseite über den Flughafen Tegel unterhalten, wo jetzt nochmal investiert wird und wo wir hoffen, dass er bis zum Schluss aufrechterhalten werden kann. Bei den Leitungen, bei den sanitären Anlagen, es wird nochmal Geld in die Förderbänder für Gepäck gesteckt, in Sozialräume. Tegel, wer dort abfliegt und ankommt, weiß, es kracht aus allen Nähten, es sind zu viele Menschen und trotzdem muss es halten. Deswegen waren die Investitionen da notwendig, wenn auch schmerzhaft. Also, wenn ich Schönefeld richtig verstehe, BER, hohes Vertrauen und zwar nur. Keiner weiß genau, ob das jetzt so wird oder nicht, das muss man abwarten. Und wenn das denn alles fertig ist, 9 Monate Probezeit und dann kann man erst überlegen, wann es eröffnet wird. Das ist der Stand der Dinge heute, 29. Juni 2015. Ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, ob der Termin 2017 Schade, ich wollte gerade auffordern. gehalten wird. Momentan schaut es so aus, dass mein Plan ist. Wir haben einen guten Eindruck von dem neuen Flughafenchef, von Herrn Mühlenfeld. Wir hoffen, dass jetzt Ruhe reingekommen ist.
Man hat Zeitstränge vereinbart, die eingehalten werden. Entscheidend wird dann sein, Anfang 2017 steht die Entrauchungsanlage, sind alle Baupläne, alle Nachträge da, der fünfte Nachtrag, der sechste fehlt noch. Wenn da mit den Behörden alles in trockenen Tüchern ist, dann ist die Hoffnung, dass man 2017 auch eröffnen kann. Das sind wir jetzt gerechnet nur 1,5 Jahre. Wieso braucht man so lange, um eine schon eingebaute Entrauchungsanlage zu reparieren? Oder muss man die komplett rausnehmen und neu bauen? Was passiert denn da momentan? Ja, man muss vom Grundsatz sagen, wir hatten ein Gebäude und haben auf 5 Stockwerke hat man dort geplant und hat dann, ohne das Gebäude zu erhöhen, ein 6. Stockwerk eingezogen. Mit fatalen Fehlern, dass Sprinkleranlagen auf einmal nicht mehr alles erfasst haben. Man hat Gewerke gehabt. Das hat keine Prüfung entdecken können vorher. Ja, das sind natürlich auch Fehler, die da gemacht worden sind. Auch die Verkabelung, die Schächte, wenn man die sieht, dass man von 4 Kilometern mit einem Riesenkabel kommt in den Flughafen und dann nicht in der DIN-Norm die Kabel verlegt. Das ist Handwerkspfusch, der hätte eigentlich entdeckt werden müssen. Also Herr Medorn hat ja da deutliche Sprache gesprochen, wie er gekommen ist. Und der Herr Mühlenfeld muss es jetzt zu Ende bringen und wir bekommen dann hoffentlich einen guten Flughafen. Der Bahnhof ist im Übrigen fertig. Ich habe ja, Sie sind ja Bahner, für die Eisenbahn, ne? Immer was übrig. Es ist ein toller Bahnhof, der auch noch nicht angefahren wird. Auch das ist ärgerlich und wir haben halt erhebliche Mehrausgaben. Wozu soll man den jetzt anfahren? Touristen hinbringen, eine Baustelle besichtigen oder geht es da weiter? Ist das ein Sackbahnhof oder ist das ein Durchgangsbahnhof? Es endet ja dort. Es ist ja, also der Endbahnhof. Ich glaube, viele laufen da derzeit rum und sind interessiert. Insgesamt hoffen wir, dass dann 2017 alle Anbindungen stehen. Ja. Bei dem Straßenverkehr mache ich mir noch Sorgen. Ich glaube, da muss man mal sehen, ob diese Menschenmassen dann aufgefangen werden können. Regierungsmitglieder aus anderen Nationen werden sicher einen Weg finden. Der Regierungsflughafen kommt ja noch dann hinzu. Der wird sich allerdings noch ein wenig nach hinten schieben. Also die verkehrliche Situation auf der Straße wird bestimmt nicht einfach. Also BRR ist noch nicht gelöst, aber bisher haben alle Prognosen von Martin Borkmann gestimmt. Ja, gehen wir mal davon aus, Entrauchen steht Anfang 17, dann 9 Monaten. Dann sind wir im September. September sind auch Bundestagswahlen. Da kann man ja da große Wahlparty machen. Zur Eröffnung, alles zusammen. Ein anderes schönes Thema, das ich gehört habe, was da zwischen Ihrem Ausschuss, 2 Ausschüssen passiert, plötzlich sollen im Bundestag lebendige Bienen rumschwirren. Da wurde mir ganz komisch, als ich das gelesen habe, müssen sich denn demnächst erwehren der Bienenvölker im Bundestag. Was ist das denn für eine Idee? Ja, der Verkehrsausschuss und der Umweltausschuss sind nebeneinander getrennt durch einen Garten im Paul-Löbe-Haus. Und die Frau Höhn hatte die Idee, ob wir da nicht Bienen ansiedeln. Wir hatten dann Korrespondenz mit dem Bundestagspräsidenten Herrn Lammert. Ja. Es gab auch ein kleines Gutachten, dass es genug Blüten und zu fressen gibt für die Bienen. Wir wollen ja am Ende Bundestagshonig. Der wird jetzt diese Woche, wird ein Bienenvolk mit einem Imker eingerichtet. Honig mit dem Bundesadler drauf. Ja, also es ist ein umweltpolitisches Kleinprojekt, aber ein schönes. Und da freuen wir uns drauf. Es sind auch alle einverstanden, die da ihre Büros haben. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Heute Nachmittag gibt es die Sonderfraktionssitzung zu Griechenland und dann geht es ja an die Ferien am Freitag. Wo bleiben Sie? Fahren Sie hin? Bleiben Sie hier? Genießen Sie mal die ehemalige preußische Hauptstadt, so als echter Franke in Bayern? Ja, nachdem ich aus dem Bundesland Bayern ja komme und da die Ferien erst Anfang August beginnen, bis Mitte September, bei uns geht es im Juli durch, der Terminkalender ist voll. Von daher geht es auch erst im August dann einmal mit meinem Sohn hier nach Berlin, der will mal sehen, wie ich hier arbeite. Ja, Kari kommt im Tempodrom und wir werden mal eine Woche mal an die Nordsee fahren, weil Ebbe und Flut, dass das Meer verschwindet, das ist beim 6-Jährigen, das muss er sehen. Also das werden ja, aber lassen Sie ihn dann nicht alleine reinlaufen, das Meer kommt zurück. Nein. Aber das werden so die Tage sein und ansonsten mal zu Hause sein. Ja. Franken ist wunderschön und ich bin viel zu wenig bei der Familie, also wir werden auch zu Hause und schöne Tage machen. Ja, aber erstmal bleiben Sie in Berlin, erkunden Sie Berlin, ja, und reichen doch 6 Tage gar nicht für Ihren Sohn. Wir können ja noch zu Sondersitzungen kommen. Ja. Durch die ganze Griechenland-Krise, die wir jetzt haben, kann ja durchaus sein,
dass das Parlament in der Sommerpause noch einmal zusammengeholt wird. Das erfahren wir dann in den nächsten Tagen. Denn Sie müssen ja dann zustimmen als Parlament, wenn es doch zu einem neuen Hilfspaket kommt. Nicht? Ja. Dann muss der Bundestag zustimmen. Aber wenn die Griechen am Sonntag sagen, wissen wir ja nicht, nee, wir folgen der Empfehlung der Regierung, wir wollen das alles nicht, aber es kann ja auch durchaus sein, neueste Umfragen von gestern und vorgestern zeigen, kurz danach gemacht, dass die Mehrheit der griechischen Bevölkerung dafür ist. Also nicht Nein sagen will. Wenn ja. das passiert, was passiert dann? Dann müsste auch die Regierung abtreten. Jetzt spekulieren wir mal wieder und sind bei unserem Anfangsthema. Es ist wirklich alles offen. Auch die Regierung muss sich ja dann in Griechenland verantworten. Mhm. Meine Sorge ist nur, wenn es zum Bruch kommt, dass wir die Folgen heute noch gar nicht abschätzen können. Das wichtigste und höchste Gut bleibt der Frieden in Europa. Der muss gewährleistet sein. Und alles andere ist große Spekulation. Sondersitzung, wenn es dazu kommt, Griechenland nochmal zu helfen. Aber auch wenn es nicht dazu kommt, denke ich, wird die Bundeskanzlerin eine Regierungserklärung abgeben müssen. Also von daher ist wirklich alles offen zur Stunde. Und es wird in ganz Europa verhandelt. Ich hoffe, mit viel Weitblick. Und wenn dann Ihr Sohn hier ist, dann kann er gleich erleben, wie Papa vorne am Pult vielleicht steht und eine wegweisende Rede hält. Hat er, war er schon mal dabei, wenn Sie gesprochen haben? Er sieht im Fernsehen immer die Kuppel. Ja, das ist ja was anderes. Im Fernsehen ist ja anders. Und war schon mal einmal in meinem Büro, aber jetzt mit 6 Jahren nimmt er das noch stärker wahr. Von daher, das Parlament ist für alle Bürgerinnen und Bürger interessant, wie wir erleben. Gott sei Dank kommen auch viele Besucherinnen und Besucher. Ja. Viel Glück. Viel Erfolg, viel Spaß in den Ferien und natürlich bei Griechenland wünschen wir uns alle, dass das friedlich bleibt, auch im Lande. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, uns einen Ausblick gegeben haben, auch BR. Ja, bei der nächsten Sendung gucken wir mal, ob Ihre Zeitplanung wieder stimmt. Das wird sicherlich noch vor Weihnachten sein. Vielleicht bringen Sie uns dann ein schönes Weihnachtsgeschenk mit Eröffnungstermin. Mache ich gerne. Vielen Dank, Herr Burkhardt, Abgeordneter der SPD aus Franken in Bayern. Und vielen Dank Ihnen, dass Sie zugeschaut haben an diesem wirklich dramatischen Tag, 29. Juni, und wir müssen abwarten, was in Griechenland passiert. Aber nächste Woche Montag sehen wir uns wieder und dann hoffen wir mal, dass sich die Wogen weitgehend geglättet haben. Bis dahin sage ich danke und tschüss.